Yo, was geht ab, meine lieben Podinskis, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial zum Thema Attack Off. Und zwar ist genau heute, den 30.11. gegen 18 Uhr circa, die ersten Informationen zum Vibe gekommen. Also zur Information zum Patch 12 zum 12. Und das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Es geht sich hier um eine neue Ballistik-Tabelle. Genau, ihr habt gehört. Denn mit 12.12 wird es eine neue Ballistik-Tabelle geben und das habe ich hier einmal für euch aufgelistet. Hier haben wir, da kommen nachher noch mehr zu. Deswegen könnt ihr dann entweder pausieren, euch das dann angucken im Video. Oder ihr schaut halt einfach mal bei diversen Instagram-Stories oder vielleicht bei Instagram vorbei. Bei Battle States oder wahrscheinlich auch dann schon im Forum. Wir haben hier einmal die 9x19 PSTGZH 50 Meter Z-Ring. Also, wenn ich das jetzt hier richtig deute, ist das die Nulllinie. Das ist ja soweit korrekt. Das ist die Distanz und das ist die Drophöhe. Also Plus oder Minus. Die alte, wir haben einmal die alte Kurve hier und das soll wohl die neue Kurve sein. Und das haben wir auch bei jeder Munitionsart. Wir haben wahrscheinlich den einen oder anderen Waffenspezialisten auf jeden Fall hier am Start. Wir werden das uns immer nur mal angucken und dann kann sich jeder sein eigenes Urteil darüber bilden, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich bin leider kein Waffenprofi, möchte euch diese Information aber nicht vorenthalten, für die Leute, die keinen Zugang dazu haben. Deswegen hier an der Stelle 9x19, ich glaube, das betrifft eher die wenigsten. Ich gehe mal davon aus, dass wir so die Meta-Waffen interessant werden. M4, HK, MP7, Kector, 9mm und 45er ACP. Die Mutant, AKs, 7,62x39 und 7,62x54 und natürlich M1A, alles was 7,62x51 ist, was da in die Richtung geht. Nochmal durch, hier haben wir eine Wall, das ist die Wallmunition SP6, das ist hier die alte Kurve, okay, sie fliegt erst hoch und dann runter, okay, auch gut zu wissen. Und nicht so weit wie die neue, wohl anscheinend, die neue Ballistik-Tabelle, okay, auf jeden Fall gut zu wissen. Ich denke mal, da braucht man wieder ein bisschen was fürs Zeroing. Die Slug-Munition ist das. Das ist die alte Tabelle hier. Wow, jetzt können wir mit der Slug noch weiter headshotten oder was? Premium. Die war ja schon sowieso schon so krass OP. Jetzt, ja, gilt wahrscheinlich das auch für die ganzen Scavs. Hier haben wir nochmal Slug-Munition, die Polyf 3. Das ist die alte Kurve, macht einen Bogen. Und das ist die neue, fliegt zwar weiter, aber macht natürlich einen ganz schönen Drop hier runter. Was sind das? 5 cm? Ja, das sind 10 cm. 5 cm. Okay. Ja, gut zu wissen auf jeden Fall. Was haben wir hier? Zum Beispiel hier fängt es an. Das ist die Munitionsart für die MP7. Hier, das ist die alte Kurve. Das ist die neue. Auch nicht verkehrt. Fliegt auf jeden Fall weiter, aber macht hier diesen kleineren Drop. Hier trifft sich das ungefähr. 5,7, okay, das ist für die 5.7 die Munition. L191. 5.7 hat der Panizzi gesagt. Alte, neue. Die AP-Munition für die, ja. Die 6.6er ist das hier. Das ist die alte. Das ist die neue. Fliegt halt relativ gerade, ne? Das ist auf jeden Fall schon mal nicht so verkehrt. 5,45x39 PS Ammo. Na gut. 5,56x855. Das ist halt. Ich glaube, das wird wichtig sein für die Scavs. Das, weil damit rennen noch viele Scavs rum. Wie gesagt, das ist ein bisschen was trockener Content. Aber ich habe gesagt, es kommt neuer Content und den liefere ich natürlich auch direkt. Habe mich heute direkt hingesetzt und natürlich dafür gesorgt, dass ihr auch neuen Content bekommt. So, 27x25 GTFMJ Drop, 50 mm Zero Ring, okay. Das scheint jetzt nicht so interessant zu sein. Ah, das ist interessant wahrscheinlich für euch hier. 7,62x39 BP Munition, Drop 100 Meter Zero Ring, okay. Das ist die alte gewesen. Bogen, die fliegt halt relativ gerade, macht dann aber circa nach 100 Metern schon. Ja, ganz schön Drop. Das ist aber nur, glaube ich, knapper Zentimeter, wenn ich das richtig sehe. Das ist minus 0,2. Wenn man so guckt, 50 Meter nach 1 Zentimeter. Dann haben wir hier schon 285, 180 Meter. Verlieren wir schon 2 Zentimeter.
Und dann natürlich hier unten 4 cm auf 250. Gut, das soll ja auch keine Longshot-Knarre sein. M80 ist interessant. Auf jeden Fall, weil ja auch viele damit zwei verschiedenen Visieren spielen. Einmal oben mit dem Delta Point oder dann mit einem langen Range Scope. Was haben wir hier? Das ist das alte. Sub fliegt im Bogen. Und dann circa nach 130 Metern 1 cm nach unten. Okay. Und was haben wir dann bei der neuen? Die fliegt nochmal knapp, boah, knapp, auch schon 70 Meter weiter. Hier bleibt es gleich. Ja, also wie gesagt, ich kann da nicht so viel zu sagen, meine Freunde der Sonne. 27,5 RLPS. GZH, das ist doch Mosin-Munition. Okay. Auch gut zu wissen. Also bis 100 Meter tut sich da ja im ersten Fall auf jeden Fall nichts. 45er ACFMJ-Drop. Okay, das ist die Kektor-Munition. Das ist aber neue. Relativ gerade sogar, ne? Wenn man hier mal bedenkt. Gut, dann hier. Die letzten 40 Meter einen krassen Drop nochmal. Legt sie hin. Von hier bis hier. Auch auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja. Meine Freunde, das ist auch schon wieder gewesen. Ein ganz, ganz kurzes Video. Zu der neuen Ballistik-Tabelle. Patch 12.12 für EFT. In kommenden Vibe. Dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ansonsten besucht mich natürlich auch gerne auf Twitch. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Damit ist euer Paninski raus. Tschüssikowski.